Wir sind hier in Bickenbach im Hunsrück und wollen eine Nordex Delta Anlage errichten mit 131 Meter Rotordurchmesser und 164 Meter Nabenhöhe. Wir haben eine Terex SL 3800 mit 165 Meter Hauptmast und 12 Meter LF Spitze. Wir haben jetzt so zum ersten Mal den vollen Boombooster aufgebaut. Das sind 7 überbreite Teile und wir haben den sogenannten Flexframe und Splittray. Das heißt, wir können einen Teil des Superlift-Ballastes rausnehmen, ohne dass wir den ganzen Stapel umstapeln müssen, und können den dann bis auf 13 Meter an den Kran ranholen und damit dann eben im minimalen Gegengewichtsradius arbeiten. In dieser Konfiguration haben wir den zum ersten Mal im Einsatz, den Kran, ne? Wir haben da schon einige andere Anlagen mit errichtet, so diese Standardhöhe 144 Meter. Dass wir jetzt die 200 Meter Grenze überschreiten, sage ich mal, anlagenmäßig, ist jetzt für uns das erste Mal. Aufgrund der erschwerten Aufbaubedingungen, wegen dem schlechten Gelände und den hohen Gefälle beim Mastaufbau, haben wir jetzt mal so 5 bis 6 Tage einkalkuliert, aber die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Das Widerlager brauchen wir, damit wir den Mast mit dieser Länge auf 0 Grad halten. Das nächste Lager wird nicht ganz so hoch und dank der Stützen, die in der Reduzierung sind, brauchen wir das jetzt auch nicht so hoch bauen. Da haben wir ein bisschen was an Arbeit gespart. Den Flexframe brauchen wir jetzt, um das Gegengewicht auf 21 Meter zu bringen, zum Aufrichten bei dieser Mastlänge. Und beim Arbeiten bringt er uns halt, dass wir viel flexibler sind, dass wir brauchen zum Beispiel den Ballast nicht mehr umpacken. Wir können uns jetzt vorher schon die Gewichte im Innentray packen, so wie wir sie brauchen, nehmen das Ganze raus und dann können wir so arbeiten, und wenn wir fertig sind, setzen wir den wieder drauf und haben dann im Nu den Gesamtballast auch wieder zur Verfügung. Aufrichten ist halt immer ein besonderer Moment, weil man dann eben weiß, dass auch alles funktioniert, ne? Und das ging also ganz gut vonstatten. Die Maschine verhält sich genauso wie immer, kann man sagen. Wir haben uns für die Arbeit jetzt auf 25 Tonnen Superlift-Ballast eingeschossen. Da können wir alle Hübel mit erledigen, ohne dass wir mal irgendwas umstapeln müssen während der Arbeit. Und hinten stehen wir auch noch gut da. Das heißt, dass wir hinten dann nicht zu viel drauf haben, wenn wir entlasten. Das Gerät ist noch lange nicht ausgereizt, ne? Das merkt man auch beim Arbeiten. Also wenn man schwere Lasten anhebt, da knackt nichts und gar nichts wie bei manchen anderen Kranen, die ich schon mal gefahren habe, ne? Also da geht mit Sicherheit noch mehr. Mhm.